Halleluja, 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 Halleluja. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Nun wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele aber wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach zu dem Kind, über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark. Erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, so eine Freude, dass ihr da seid und dieses letzte Fest, das uns noch mit Weihnachten verbindet,
jetzt so feierlich mitbegeht. So eine Freude, die ihr auch über die Medien an diesem Fest Anteil nehmt. Leider können wir heute die gute Tradition nicht leben, dass die Mütter, die vergangenes Jahr ein Kind zur Taufe gebracht haben, heute gesegnet werden. Wir hoffen, dass es nach der Lockerung noch im Februar möglich werden wird, denn ein Segen und besonders auch ein Segen für ein Kind, das ist etwas sehr Schönes und sehr Wertvolles. Wir haben es ja heute gehört, dass auch der Prophet Simeon damals schon sofort diesen Segen ausgesprochen hat, dieses gute Sagen über einen anderen Menschen, dieses gute Sagen, das von Gott her für uns angeboten ist. Nun, heute ist auch der Tag des geweihten Lebens, 2. Februar, und es hängt damit zusammen, was wir am Beginn des Evangeliums gehört haben. Jede männliche Erstgeburt in Israel soll dem Herrn geweiht sein. So war es das Gesetz des Mose. Und gekommen ist das von ihrem Aufbruch aus der Sklaverei in Ägypten. Damals war diese Anweisung, dass die Juden ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes, des Pascha-Lammes, des Osterlammes bestreichen sollen und dass dann diese Geißel Gottes, dieses Sterben aller erstgeborenen Ägypter nicht auf das Volk Gottes überging. Dahinter ist die Symbolik, dass eben das Lamm, das für uns stirbt, sein Blut für uns vergießt, uns rettet vor dem ewigen Tod und befreit und herausführt aus jeder Sklaverei des Geistes, des Ungeistes. Und Jesus ist jetzt dieses Lamm. Es war sehr interessant. Die Juden hatten über diese 1800 Jahre, wo Mose war, das Gesetz ist später gegeben worden, das gelebt, dass jeder Erstgeborene ausgelöst wurde. Wenn er geboren war, sind sie gekommen und haben so eine eigene Tempelmünze hergegeben. Und dann war dieser Erstgeborene quasi wieder frei und konnte sein Leben leben, war nicht Gott geweiht und quasi, dass er sein Leben ganz Gott hingibt. Bei Jesus hören wir nur, dass sie ihn auch darbringen als diesen Erstgeborenen, aber nichts, dass sie eine Münze zahlen dafür. Hier ist schon angedeutet, Jesus wird sich nicht auslösen lassen, Jesus wird dieser Erlöser sein, der sich hingibt, sein Blut vergießt. Und das geweihte Leben ist nichts anderes als dieses sich zur Verfügung stellen für Gott, den Aufbau seines Reiches. Gibt es welche, die stellen sich ganz zur Verfügung, aber auch in der Familie sind wir aufgerufen, uns zu weihen, Gott zu weihen und eben innerhalb dieser Berufung auch uns zur Verfügung zu stellen und das Reich Gottes aufbauen, helfen. Dass sie dann 2 Turteltauben ergeben, zeigt, dass sie sehr arme Leute sind. Das war das Reinigungsopfer der Armen. Der Erlöser, er kommt ganz arm in die Welt, um uns ganz reich zu machen, mit himmlischen Schätzen, mit ewigem Leben zu beschenken. Ja, und was über ihn gesagt wird von diesem Simeon, das ist uns vertraut. Und das haben wir jetzt die letzten Woche auch schon betrachtet, wo wir heuer so genau hinhören, was Jesus der Reihe nach tut und sagt, dass Jesus einer ist, der nicht gleich von allen bejubelt wird. Bejubelt wird er nur solange er den Leuten in ihrer Ich-Bezogenheit die Gesundheit schenkt und Befreiung vom Ungeist. Aber letztlich, das, was er wirklich ansprechen wird, dass wir Menschen eine Bekehrung des Herzens brauchen, dass wir uns heilen lassen sollen, was an Misstrauen in uns da ist durch die negativen Erfahrungen unseres Lebens, durch die Lieblosigkeiten, die wir erlitten haben auch, dass das Heilung braucht und dass es auch Reue braucht für alles, was wir eben selber dann lieblos leben und egoistisch, ich-bezogen leben. Das hat nicht allen gefallen.
haben wir ja schon die letzten Tage intensiv gehört, ein lautes Geschrei, ein Protest der Ungeistigkeiten, die aber wissen, sie haben keine Chance. Wo Jesus mit seinen Worten, mit seiner Geistigkeit, mit seinem Heiligen Geist hinkommt, da müssen sie weichen. Darum heißt es ja, er wird viele werden durch ihn zu Boden stürzen, er wird sie von ihrem Stolz, von ihrer Verkehrtheit, wird das entlarven. Und er wird viele Arme aufrichten und ihnen Mut geben, wer da selbst dann in der Armut und im Leiden stirbt. Er wird ihnen Mut geben, weil es ja weitergeht. Dass uns das klar ist. Dem, den wir nachfolgen, das ist einer, der die Wahrheit anspricht, ganz ehrlich, und der auch in Kauf nimmt, dass er dafür Schläge bekommt, Widerspruch bekommt, Verfolgung erleidet. Aber immer im Wissen, am Ende kommt die Befreiung für viele. Und so sollen wir auch immer mehr werden. Das ist auch ein Weihevollzug von uns Getauften. Treten wir ein, indem wir einfach seine Worte ansprechen und ins Gerede bringen und schauen wir, was dann für Wirkungen sind. Viele werden sich gleich freuen und manche werden halt erkennen müssen, dass sie der Umkehr bedürfen. Schauen wir auch auf Maria. Sie hat es dann erlitten, dass durch ihr Herz ein Schwert gestoßen wurde unter dem Kreuz. Sie starb seelisch mit Jesus mit. Sie ist aber auch mit ihm auferstanden und war ganz geöffnet für den Himmel. Also wir sind in guten Händen, brauchen keine Sorge haben, wenn wir nur Jesu Worte als unseren Maßstab nehmen, sein Vorbild, dass wir das bezeugen, hinweisen, nachahmen. Amen.